Matthias? Jawohl. Bist du bereit? Auf jeden. Hast du Bock auf ein weiteres Video? Ja, sehr gerne. Schön. Du siehst heute wieder ganz besonders gut aus. Ich hoffe, das zieht. Wir brauchen nämlich noch 1000 Likes bis Jahresende. Ja, ich versuche das denn das Ruder rumzureißen. Ja, sehr gut. Dann lass mal zum Bus gehen. Ja. Moin. Moin. Ein weiteres Video von Van 360. Das ist Matthias, kennt ihr? Ich bin Krischi. Und um den Bus geht's heute. Das ist der Bus von unserem Kunden Tim und seiner Familie. Tim hat sich an uns gewandt und wollte den Bus erhalten. Ganz witzig ist dabei, dass es so ein kleines Familienthema ist. Ne? Er und sein Vater sind schon eher Busfans. Der Bus wurde aber lange nicht genutzt und ist dann halt so ein bisschen in die Jahre gekommen und auch vor sich hingerottet. Und Modest hatte dann irgendwann mal gesagt, du Eberhard, jetzt kümmere dich mal um den Bus, werd den mal los. Und Eberhard hat schweren Herzens und nach langem Hin und Her dann irgendwann gesagt gehabt, okay, ich trenne mich von ihm. Und Tim hat das mitbekommen und gefragt, habt ihr noch alle Latten am Zaun, den könnt ihr doch nicht einfach weghauen. Ich habe da jemanden gefunden, Van 360, die kümmern sich nämlich genau um sowas und an die wende ich mich jetzt. Und Tim hat uns daraufhin eine E-Mail geschrieben und von da an ging das Standardprozedere bei uns los. Ne? Wir haben die Technik gecheckt, wir haben die Karosserie gecheckt und wir haben dann den Auftragsumfang definiert. Den Bus, den ihr jetzt hier seht, ist vom Stadium her gerade bei Matthias in den Händen, nämlich im Bereich der Komplettierung. Und wir stecken noch mittendrin. Um an diesen Punkt zu kommen, ist im Vorfeld natürlich einiges geschehen. Der Bus wurde komplett zerlegt, bis auf die Rohkarosse runter. Und damit haben wir die Grundlage geschaffen, halt den Bus dann auch am Unterboden vernünftig eisstrahlen zu können, um den alten Unterbodenschutz runterzubekommen. Wie das Eisstrahlen genau vonstatten geht und was man dafür braucht, dazu springen wir am besten einmal kurz zu Nico. Der nimmt uns ein bisschen an die Hand und zeigt uns, wie das Eisstrahlen vonstatten geht. Gucken, wie weit unser T4 Nico ist. Nico, na? Hi, na? Hast du schon alles vorbereitet fürs Eisstrahlen? Fast. Ich muss noch Eis reinfüllen. Okay. Erzähl mal, was brauchen wir grundsätzlich, wenn wir die Unterböden eisstrahlen? Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal das Eis. Das ist hier in den Kisten drin. Mhm. Den Eisblaster. Ja. Und einen Kompressor. Okay. Wie viel Eis haben wir? Wir haben jetzt hier 400 Kilo Eis stehen. Okay. Boah, das hört sich auskömmlich an. Ich glaube, damit werden wir hinkommen. Das denke ich. Wird eher ein bisschen was übrig bleiben, oder? Das würde ich auch sagen, dass da was übrig bleibt. Ne? Ja. Aber lieber mehr als zu wenig, ne? Ja, das genau. Also auf alle Fälle gut geplant. Lieber ein bisschen konservativer an der Stelle. Ich glaube, bei verschiedenen Bussen aus dem Synchro-Bereich oder T3-Bereich. Ja, da brauchen wir noch einiges länger, ne? Mehr Eis. Ja. Da ist die Schicht dicker. Ja. Und geht auch schwerer ab. Okay. Ja, vielleicht erzähle ich euch vorab noch kurz etwas zum Projekt von Brunhild und Volkmar. Es handelt sich dabei um eine Komplettrestaurierung eines T4s. Der Bus ist komplett zerlegt, bis auf der Motor, der vorne noch drin ist. Und die Karosseriearbeiten sind zu einem Teil schon abgeschlossen. Es ist ein agiles Projekt gewesen, in dem sich während der Bearbeitung im Karosseriebereich noch umfangreichere Arbeiten im Bereich des Unterbodens hervorgetan haben, sodass wir mit den Kunden das Gespräch gesucht haben und gemeinsam überlegt haben, ob es nicht vielleicht Sinn macht, doch noch mal einen Schritt weiter zu gehen und den Unterboden gleich mitzumachen. Und wir sind dann zum gemeinsamen Entschluss gekommen, dass das auf alle Fälle Sinn macht und stehen jetzt ja hier mit Nico, der kurz davor ist, den Unterboden einzustrahlen. Und da würde ich das Wort gern an dich wieder übergeben. Vielleicht ist es interessant, einmal kurz darauf einzugehen, warum wir Unterböden mit Eis strahlen. Ja, der erste Grund ist natürlich für die Unterbodenbeschichtung. Eine schöne Vorbereitung, dass wir die alte Schicht sozusagen abmachen. Mhm. Denn dann kann man ja besser die neue Schicht drauf machen. Sieht auch natürlich besser aus, wenn die alte weg ist. Ja. Dann sieht das ja natürlich glatter, sag ich mal, aus, die Schicht, die wir dann drauf tragen. Ja. Genau, wie wirkt sich das Eis, wenn wir den Unterboden strahlen, auf Rost aus? Rost kriegen wir damit natürlich nicht weg mit dem Eis. Ja. Da ist ja das Sandstrahlen eher effektiver. Aber naja, der Vorteil zum Eisstrahlen ist natürlich, du hast den ganzen Strahlgut nicht in den ganzen Hohlräumen oder so, die man dann nachher beseitigen muss. Das Eis verschwindet ja sozusagen. Ja, okay, aber es ist doch schon so, Nico, dass wenn wir
einmal den Unterboden komplett geeichstrahlt haben, der alte Unterbodenschutz ab ist. Wir einerseits nochmal schauen, wo sind Durchrostungen, um wirklich rangehen zu können. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, wir haben hier, ja, das ist Oberflächenrost, oder wie würdest du das definieren? Das ist Oberflächenrost, ja. Und wenn wir da jetzt mit dem Eisstrahler drüber gehen, was passiert? Da passiert nicht viel. Also es geht natürlich ein Teil weg, der lose ist, aber der Rost wird da bleiben. Ja, okay. Also das quasi bedeutet das dann ja, dass das der Oberflächenrost geht weg, viel Material bleibt noch erhalten. Und wir könnten dann anfangen, an der Stelle den Rost noch weiter wegzuschleifen. Genau, oder schleifen machen wir das weg. Wenn es halt noch härter durchgerostet ist. Dann wird das Teil natürlich neu sozusagen. Genau, ja. Okay. Jetzt sagtest du, ein paar Vorteile, Eisstrahlen zu Sandstrahlen, hast du gerade aufgezählt. So ganz um Sandstrahlen kommen wir ja doch nicht umhin bei dem einen oder anderen Bus, wenn der Zustand eher sehr schlecht ist, ne? Aber das, was du aufgezählt hast, so als Vorteile, das macht natürlich total Sinn. Und wir sandstrahlen nur noch die Bereiche, die wirklich intensiv vom Rost befallen sind, und tun das nur noch partiell, ne? Um eben genau diese negativen Effekte, dass sich das Sandstrahlgut in allen möglichen Ritzen verfestigt und dann hängen bleibt, also dieses Risiko so klein wie möglich zu halten. Okay. Dann, ja, was hältst du davon, wenn du das Ding mal anschmeißt? Ja, finde ich eine gute Idee. Und wir mal gucken, wie sich das Eis am Unterboden so auswirkt und wie der Unterbodenschutz wegfliegt? Ja. Ja, dann. Weil der Bus soll ja noch mal fertig werden. Ja, dann genau. Wir So, jetzt stellen wir noch den Druck ein, wie viel wir wollen, und die Eismenge stellen wir noch ein, wie viel er denn pro Stunde schießt. Das sehen wir hier. Ja. Nico hat ja gesagt, der Bus muss heute noch fertig werden. Wir lassen ihn mal weitermachen. Ihr habt jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen zum Eisstrahlen eines Unterbodens, wie es bei uns abläuft. Lia hatte noch mal eine ganz schöne Analogie dazu. Und zwar hat sie es verglichen mit dem Peeling einer Haut. Eisstrahlen ist eher so für die Oberflächenbehandlung der Hornhaut. Und das Sandstrahlen, da geht es dann richtig ans Eingemachte. Ne? Und ja, aber wir lassen uns mal weitermachen mit Matthias jetzt. Im Wesentlichen haben wir das auch jetzt einmal gezeigt, um den Kommentar von unserem letzten Video aufzugreifen und so einen kleinen Einblick zu geben. Gucken mal bei Matthias. Ah, Matthias, du bist schon wieder fleißig am Komplettieren. Jawohl, grüß dich. Was machst du gerade?
Ja, wir haben ja hier den Motorgetriebe gerade reingesetzt. Jetzt versuche ich über das Kühlwassersystem anzupassen. Mhm. Und wir haben hier neue Hydraulikschläuche verbaut. Ja. Und ja, es geht voran. Ja, sehr gut. Naja, kommen wir gleich noch im Detail dann drauf. Kannst dich noch erinnern, als der Bus bei uns ankam und wir ihn komplett zerlegt haben, wie der aussah? Oh ja, das war schon eine ganz schöne Möhre, ja. Das war ganz schön morsches Ding, ja. Da war einiges an Rost. Damit ihr euch, liebe Zuschauer, dazu ein besseres Bild machen könnt, blenden wir jetzt einige der Bilder ein, wie der Bus aussah und was wir mit ihm gemacht haben im Bereich der Karosserie. Ja, auf dem ersten Bild seht ihr den Bus, so wie wir ihn in Empfang genommen haben. Wirkt auf den ersten Blick ja doch wie ein Bus, der in einem augenscheinlich eher guten Zustand ist. Wir haben ihn dann zerlegt, wie gesagt, und haben dann angefangen, diesen Bus eiszustrahlen. Haben dann doch aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht ausreicht. Haben das Eisstrahlen dann abgebrochen, weil es einfach zu wenig gewesen wäre, da der Rostbefall zu groß war. Und haben den Bus sandstrahlen lassen. Auf dem zweiten Bild seht ihr noch mal so ein bisschen unterstrichen, wie gut der Zustand augenscheinlich war. Auf dem dritten Bild geht es dann weiter und es offenbart sich der eigentliche Zustand des Busses jetzt nach und nach. Auf dem dritten Bild haben wir nämlich die Beplankungsteile schon abgebaut und sehen dann doch relativ deutlich, dass der morsche Zustand dann zum Vorschein kommt. Hier seht ihr beispielsweise dann die Außensteckdose der Seitenwand, die Innenseite, das Blech morsch und bröselt weg. Das Heckabschlussblech hat etwas von einem Schweizer Käse. Das sind dann Bilder schon nach dem Sandstrahlen. Wir haben dann angefangen, diesen Bereich zu restaurieren und großflächig das Blech hinten rausgeschnitten. Der Einstieg auf der Beifahrerseite zeigt das Bild, was wir bisher kennengelernt haben. Sehr morsches, sehr korrosionsbefallenes Blech. Auch dort haben wir großflächig den Einstieg herausgetrennt und ein neues Ersatzteil sauber eingesetzt, nachdem wir die Anschlussstellen gereinigt haben. Ein ähnliches Bild zeigt sich auf der Fahrerseite. Auch dort ein sehr morscher Einstieg. Die morsche Substanz geht bis hin zum Pedalblumenblech auf der Fahrerseite, also noch weiter rein als nur auf der Einstiegsseite, sodass wir dort bis hin zur B-Säule das Kniestück herausgetrennt hatten, Teile der B-Säule entfernen mussten, das Rost oder die Korrosion beseitigt haben und dann die Arbeiten anschließend konserviert haben, um dort wieder eine saubere Anschlussstelle zum Einsetzen des Kniestücks zu schaffen. Dieses Bild mit dem Pedalbodenblech ist, ja, Lia hat es genannt, so ein bisschen Fred Flintstone-Style. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht. Der nette Herr mit dem Fußantrieb in seinem Fahrzeug. Auch dort haben wir ein neues Teil eingesetzt. Korrosion ist vollflächig beseitigt worden. Mittelgang mussten wir partiell erneuern. Die komplette Seitenwand auf der hinteren rechten Seite musste von uns herausgetrennt werden. Ihr seht auf den Bildern die Innenstreben mit Rostbefall. Den Rostbefall haben wir großzügig herausgeschnitten und an der Stelle ein neues Blech eingesetzt. Schweißpunkte sauber abgeschliffen. Und auch damit wieder eine saubere Anschlussstelle für das neue Ersatzteil geschaffen. Zeigen wir zum Ende nochmal Bilder, wie das dann im Ganzen aussieht. Spannend fanden wir auch, wie schlecht tatsächlich das Bodenblech im Fahrgastraum war. Ihr seht hier, wie wir eigentlich das komplette Bodenblech herausgetrennt haben und anschließend ein neues wieder eingesetzt haben. Zum Ende hin seht ihr jetzt noch ein paar Bilder, wie der Bus nach Abschluss der Karosseriearbeiten aussah. Ihr erkennt anhand der Bereiche, die keine rote Farbe mehr haben, wie umfangreich wir diesen Bus restauriert haben im Bereich der Karosserie. Ja, Matthias, das war für uns auch nochmal recht interessant, die Bilder so zu sehen. Da war ja doch einiges zu tun. Im Vorfeld, ja, wie wir hier ankamen damals. Ja, und naja. Karosseriearbeiten sind dann abgeschlossen. Nach den Karosseriearbeiten erfolgte dann der Auftrag der neuen Unterbodenbeschichtung im Dreischichtverfahren.
Und anschließend ging es zum Lackierer. Farbe drumherum ist neu, aber ist die Farbe geblieben, wie ihr auf den Bildern seht, die er vorher auch hatte. Und ja, nach der Lackierung erfolgte dann die Dämmung und im Anschluss an die Dämmung die Hohlraumkonservierung. Ja, und dann ist er bei dir gelandet zur Komplettierung, ne? Genau, richtig. Hast Bock, uns mal ein bisschen durchzuführen? Genau. Ja, wie gesagt, wir haben ihn auf Rollen hier reingeschoben, aufgebockt. So, wir werden mal vorne starten. Zuerst fangen wir an, dass wir die Achsen, wie gesagt, die sind ja ausgebaut, komplettieren. Wir machen neue Buchsen rein, Traggelenke und sowas. Und dann verbaue ich die mit neuen Federn, Stoßdämpfer, weil der Kunde wollte hier ein spezielles Fahrwerk haben. Hm. Koni Rot. Ja. Und ist das irgendwie besonders? Ich denke mal, vom Fahrverhalten wird das ein bisschen strammer sein. Ja, okay. Ja. Also es ist halt Kundenwunsch. Ja. Ich denke mal, der wird sich schon damit beschäftigt haben, dass es sehr gut fährt. Ja. Okay. Ja, wenn wir das Fahrwerk dann eingebaut haben, dann geht es dann weiter, die Bremsleitung komplett neu zu biegen und ins Fahrzeug einzubauen. Mhm. Wie ihr seht, ne, mit neuen Haltern, das ist ja alles, wie gesagt, in dem Wagen war ja nichts mehr drin. Ne? Mhm. Nach dem Sandstrahlen und so ist das ja alles weg, oder Eisstrahlen vielmehr. Mhm. Wir gehen weiter. Hier ist die neue gepulverte Schaltung verbaut, die wird von uns komplett ausgebuchst. Damit du wieder ein vernünftiges Schaltverhalten hast. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Wasserleitung. Der Wagen hatte Servoleitung. Mhm. Die Servoleitungsrohre waren ja aus Metall und die sind sehr stark verrostet gewesen, sodass wir das durch Hydraulikschläuche erneuern. Ja. Ist für die Haltbarkeit besser, ne? Ja. Ja. Dann kommt Motorgetriebe rein. Der Kunde hat sich dafür entschieden, dass das alles die alte Technik bleibt. Hat ja funktioniert. Genau. Und wir werden das einige Sachen werden wir ein bisschen erneuern. Wie gesagt, hier die Turbo-Rücklaufleitung, die werden wir auf jeden Fall erneuern. Das geht ja so nicht. Die sehen auch nicht mehr gut aus. Nee, nee. Das wollen wir nicht. Ja. Und wir werden den Motor noch ein bisschen reinigen und dann geht das schon. Ja. Na, der lief ja auch top, ne? Also da gab es dann nichts dran auszusetzen. Und den kann man durchaus auch nochmal fahren. Und irgendwann ist das halt dann ein Thema, was aufkommen wird. Und dann wird der General überholt. Dann ist es halt einmal eine. Wo wir vielleicht nochmal drauf eingehen können: Das Getriebe ging zum Instandsetzer und wurde komplett überholt. Ne? Ja. Also hat er, wie gesagt, nur noch den Motor, den man dann irgendwann aufarbeiten genau. muss. Genau. Ja. Von unten sieht er auf jeden Fall aus wie ein Neuwagen, finde ich. Also. Ja. Ne? Auf alle Fälle. Na, wir haben immer so einen Mix. Also vieles ist neu gekommen. Ne? Genau. Ein paar Halter und so sind die alten geblieben. Ne? Genau, so was man nicht mehr kriegt. Man muss ja nicht alles wegschmeißen. Ne? Was funktioniert, das lassen wir natürlich drin. Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, ne, Handbremsseile. Also es ist schon vieles neu. Der Kunde hat sich auch entschieden, wir können hier nochmal einen kleinen Schwenk machen für Stahlflexleitung. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch nochmal von der Haltbarkeit etwas besser, ne, als wie diese Gummischläuche. Ja, da brauchen wir eine ABE für, ne? Die, ja, genau. Die dabei mitgeliefert. Genau. Ja, das ist mitgeliefert, das macht der TÜVer dann. Ja. Ja. Wir können hier hinten nochmal drauf. Wir haben ja hier auch eine neue Dämmschutzmatte verbaut. Dann haben wir ja auch in unserem Shop die passenden Halter aus Edelstahl. Ja. Die verbauen wir natürlich auch gleich hier mit, ne? Mhm. Was ist das für eine Matte? Das ist doch eine richtige Dämmschutzmatte, ne? Ja. Speziell, extra für den Bereich. Und was hat die für eine Funktion? So, dass die Motorgeräusche alles nicht in den Innenraum getragen werden. Ne? Ja, das macht Sinn. Ja, richtig. Genau. Ja, dann würde ich sagen, können wir das Fahrzeug runterlassen. Und da gibt es ja dann auch noch ein paar Highlights. Ja, auf alle Fälle. Können wir machen. Was mich ja immer wieder antörnt, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber der Unterboden an sich neu beschichtet. Ja, ist schon Porno. Das macht schon was, ne? Definitiv. Also wir hatten, letztes Mal war ja mal ein Kunde hier mit drin und der hat gesagt, oh, den will ich ja gar nicht aus der Garage fahren. Ja, aber kann er ruhig machen und der Bundschutz ist gut, klar. Ne? Definitiv. Und Konservierung tropft da auch richtig schön lecker überall wieder raus. Überall, ne? Aus jedem Hohlraum, ne? Das läuft so schön raus. Also das ist schon genial. Ah, sehr gut. Da hast du wirklich ewig Ruhe. Ja, nö, dann lass ihn mal runter. Ja. Dann gucken wir mal außen, was los ist. Genau. Vielleicht noch mal kurz, Matthias, bevor du ihn runterlässt, was hast du hier für einen schönen Katheter dir gelegt? Ja, wir haben ja dieselben Arbeitsbedingungen wie bei Amazon hier, ne? Ja. Ich darf ja den Arbeitsplatz nicht verlassen, um auf Toilette zu gehen. Ist natürlich ein kleiner Spaß, ne? Wir haben hier Diesel. Der Kunde hat sich eine neue Standheizung gewünscht und damit entlüfte ich die halt, ne? Ja. Genau, dass sie gleich startet.
Ja, sehr gut. Ja. Haben sie auch mit Siegel beschriftet, ja, damit also keiner auf die Idee kommt, aus dieser Flasche auch nur ansatzweise einen Schluck nehmen zu wollen. Es ist keine Cola. Safety first. Safety first. Das sieht man. Und nach Spargel riecht es auch nicht. Genau. So sieht es aus. Ja, gut. Okay. Lass mal runter. Lass mal runter. Die Beplankungen sehen auch gut aus, ne? Beplankung ist mega, ja. Genau. Ich finde ja so diese Beplankungen an sich, die werten so ein T3 auch immer noch mal auf. Ja. So optisch macht das einiges her, finde ich. Also von mir aus könnte auch jeder so aussehen, ne? Ja? Also ich mag das auch. Ja, wir sind da ja, weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber so ein bisschen arbeiten wir dran, die Beplankungsteile halt nachfertigen lassen zu können. Ist noch ein Thema, was eher in den Kinderschuhen steckt gerade, aber wir kommen Stück für Stück voran. Das wäre natürlich geil, wenn man die nachgerüstet bekäme. Ich denke auch, also da die Nachfrage wird da groß sein, ne? Ja. Definitiv. Okay, dann schieß mal los. Ja. Fangen wir vorne an? Wir fangen natürlich vorne an, ne? Wir gehen mal hier vorbei. Ja, wie gesagt, wenn wir den Unterboden soweit fertig haben, dann kommt die Elektrik grob reingelegt. Der Kühler wird verbaut. Seht ihr, unsere Luftleitbleche habe ich verbaut, ne? Dann kommen die Doppelscheinwerfer rein. Der Kunde. Die hat er vorher schon gehabt, glaube ich. Genau, der Kunde hatte vorher diese Nebellampen drauf. Ja. Die haben wir jetzt wieder übernommen. Ja. Die Elektrik natürlich als ein bisschen professioneller verlegt. Das war ein ganz schönes Kuddelmuddel vorher. Ja, das ist auch so eine Besonderheit eigentlich beim MT3-Bereich, ne? Dass die Busse doch ganz schön verbastelt sind an der Stelle. Jeder ist mal dabei und zieht mal da ein Kabel und da mal so ein Kabelverbinder. Die Dinger hasse ich ja ganz besonders. Und von daher, jetzt ist es eigentlich vernünftig. Ja. Ein Zusatzölkühler hat er jetzt von uns nicht, ne? Nee. Das ist jetzt kein Kundenwunsch. Ja, okay. Ich denke mal, wahrscheinlich, wenn er auf einen neuen Motor irgendwann gehen wird, dann werden wir ihm das mit anbieten. Ne? Ja, das macht dann macht es definitiv Sinn. Ja, den kann man jetzt erstmal nochmal fahren, wahrscheinlich. Ja, aber, ja. Genau. Wir können ja dann mal in den Innenraum schwenken. Ja. Ich würde sagen, ich gehe mal von hier. Du gehst mal von der anderen Seite. Ja, okay. Ja, wie ihr seht, also habe ich die Elektrik im Dachhimmel schon vorbereitet, weil der nächste Schritt ist ja nachher, dass er dann zum Polsterer geht und der zieht dann den Himmel ein und macht hier das Leder ran. Das zum Sattler, ne? Zum Sattler, genau, richtig. Und das muss ja im Vorfeld alles sein und bevor das Dach raufkommt, ne, sonst hast du ja nachher keine Chance mehr. Ne? Ja. Die Elektrik hinter dem Armaturenbrett ist drin. Das Armaturenbrett habe ich schon vorbereitet. Dahinter die Kabellage, alles vernünftig verlegt. Wie gesagt, hier war auch ein Kuddelmuddel. Der Kunde hatte sich hier hier ist es Innen-Außenthermometer selbst verkabelt, auch wieder mit diesen lustigen Stromverbindern, Stromdiebe nennen wir sie auch gerne. Und naja, das habe ich jetzt erstmal vernünftig hingelegt. Ja. Dann hat er schon das neue Display für seine Standheizung. Kundenwunsch ist, er möchte es in der Abdeckung von den Gebläsekasten verbaut haben. Hier so, wo auch das Originale gesessen hatte. Das werden wir dann auch vorbereiten im nächsten Schritt. Ja. Die Standheizung, die er jetzt drin hat, die hatte er, vorher hatte er auch eine Standheizung. Ja, genau. Da hatte er eine originale Webasto. Ja. Die sehen Sie da an dem Heckblech. Ja. Die war verschlissen. Wie gesagt, die war total verrostet. Mhm. Und dann haben wir mit dem Kunden geredet und dann hat er sich für eine neue entschieden. Mhm. Und er wollte sie auch speziell wieder an dem alten Einbauort haben. Ja. Genau. Ich persönlich finde es natürlich besser, machen wir auch gerne, wenn sie am Unterboden verbaut ist. Ja. Und da gibt es einen Edelstahlkasten und dann hast du, wie gesagt, auch mehr Platz im Staufach hinten. Ja. Und es ist halt alles raus, die Standheizung. Ne? Du hast diesen Lärm im Auto nicht. Ja, ich meine, die sind jetzt nicht mehr so laut, aber ist schon besser. Und ja, das hört sich auch absolut sinnvoll an. Ja. Macht halt Sinn, wenn wir so eine Standheizung nachrüsten, dann verbauen wir sie genauso, wie du es eben beschrieben hast. Genau, richtig. Ne? Hier haben wir es jetzt so gemacht, weil es halt auch vorher so war und der Kunde sich dazu entschieden hat. Ja. Das ist ja Kundeskönig. Vielleicht noch mal eine kleine Frage. Du hast gerade auch erzählt gehabt zum Armaturenbrett und die ganze Kabellage im Hintergrund. Der Zuschauer, der vielleicht ganz genau hingehört hat, könnte den Eindruck bekommen haben, dass dieser Kabellagekram nicht unbedingt die Aufgabe ist, die dir die größte Freude bereitet. Ne? Nee, absolut nicht. Also wie gesagt, wenn wir diesen Bus ja auch zerlegen, dann hast du diesen ganzen Kabelbaum in einem großen Karton. Ein großes Knäuel. Meistens baut es ja auch jemand anders aus. Und jeder hat ja so seine Eigenarten, das selber wegzulegen. Ja, und dann muss ich das halt ausknoten. Und dann geht das große Puzzle los. Ne? Ja. Ja, dann bist du da halt schon mal so einen Tag bei. T3-Elektrik, viele werden vielleicht sagen,
ist ja nicht so kompliziert, ist es ja auch nicht, aber trotzdem sollte es alles vernünftig aussehen. Ne? Ja, auf alle Fälle, definitiv. Ne? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Nee, ich will nur darauf so ein bisschen hinaus, dass das, was wir halt machen, das macht uns unheimlich viel Freude. Ja. Wir haben da echt Bock drauf. Genau. Aber selbst wenn man dem Hobby relativ nahe kommt, gibt es doch Bereiche und Arbeitsthemen, zu denen man sagt, oh, wäre schön, wenn die jemand anderes machen könnte. Ja. Es ist einfach so. Es bleibt auch Arbeit und es ist auch harte Arbeit, das hinzubekommen. Ne? Ja, ja, definitiv. Und nachher das Ergebnis ist halt, wenn alles funktioniert, das macht einen das schon stolz, finde ich. Ja. Ja. Ja, machen wir weiter. Ja, dann haben wir die Türen komplettiert. Wie gesagt, Aufstellfenster sind drin. Hier hinter ist die Dämmung, die wir vorhin angesprochen hatten. Ne? Mhm. Und wir haben die Multivent-Spiegel angebaut. Wie ihr seht, ne, die sind ja dann elektrisch und beheizbar. Mhm. Die sind auch ganz geil, ne? Ja, also ich finde auch, die passen voll zum Bus. Mhm. Schon genial. Ja, wir gucken mal hier hin. Weiter hier seht ihr ja, wie gesagt, die Dämmung Amaflex. Und dann seht ihr auch, wie schön hier das Wachs rausläuft. Ne? Wie gesagt, wir machen ja hier oben überall die Konservierung und dann kann sich das richtig schön verteilen. Ne? Ja, ich komme jetzt mal zu Christian rüber. Mhm. Gucken wir hier die Tür schließen. Wir können ja noch mal kurz auf die Tür eingehen. Christian ist ja so begeistert von den Chromleisten. Ja, ich finde, Chrom wertet so ein Fahrzeug immer ganz schön auf. War auch Kundenwunsch, ne, dass das erhalten wird. Dann vorher, also du musst beim Ausbau noch dir richtig viel Mühe geben, dass die Leisten nicht verbiegen. Ne? Ja. Und der Zusammenbau ist ja auch nicht so ganz einfach. Ja, ist ein bisschen Figelinsch, oder? Figelinsch ein bisschen, genau. Du hast ja, wie gesagt, die Leisten sind alt geblieben. Wir haben aber neue Gummis verbaut, ringsrum. Mhm. Auch die Dreiecksfenster komplett neu abgedichtet und dann hast du erstmal Ruhe. Ich finde das sowieso generell genial, wenn du überall diese neuen schönen schwarzen Dichtungen hast. Das ist das Gesamtbild. Ne? Hier auch die Schiebetürdichtung. Mhm. Ist schon cool. Ja. Wir gehen mal nach hinten zum Maschinenraum. Mhm. Ja. Okay. Also ein bisschen weg. Aufmachen. Ja, wie gesagt, Motorgetriebe sind ja vor kurzem reingekommen und hier haben wir dann auch mal so ein kleines Puzzle noch, ne, was wir entwirren müssen. Die Elektrik hier fürs Rücklicht und für die Anhängerkupplung, die müssen wir auch erneuern. Also hier sind so viele schadhafte Stellen, was über die Zeit halt passiert, ne, wenn das irgendwo scheuert. Das wurde ja auch nicht so schön verlegt damals. Genau. Ja. Der nächste Abschnitt wäre dann hier für mich das Aufstelldach. Ja. Das sind T3 Westfalia, ne? Mhm. Mit Aufstelldach. Und das wäre jetzt nachher der nächste Arbeitsschritt, das dann aufzusetzen. Mhm. Da können wir ja nochmal hingehen. Ja, zeig mal. Schauen uns das mal an. Wir müssen rausgehen, glaube ich, ne? Ja, genau. Wir haben das schon mal vorbereitet. Ja, hier haben wir das Aufstelldach von Tim. Das wurde nur frisch lackiert. Mhm. Und ich habe jetzt schon angefangen, eine neue Dichtung zu verbauen, weil die alte war ja verschlissen, das dichtet natürlich nicht mehr ab. Ja. Und der nächste Schritt wäre jetzt, wie gesagt, den vorderen Haltebügel anzuschrauben. Und dann kann das schon losgehen, dass du das mit 4 Leuten aufsetzen, das Dach. Ja, okay. Was machen wir, dieser Belag, der hier drin ist, ne? Der ist jetzt ein bisschen schimmelig. Das reinigen wir, ne? Da gibt es einen speziellen Reiniger. Ja. Das werden wir im Vorfeld dann, oder im Auto nachher reinigen und dann kommt nachher der neue Faltenbalken rein. Ja, genau, das machen wir ja, bevor wir das Dach draufbauen. Ne? Ja, ja. Einmal klar gereinigt und dann ist der Bus auch an der Stelle vorbereitet für den Sattler nachher. Richtig, dann kann der loslegen und dann ist es wieder wie neu. Ja, okay. Mhm. Ja, Mensch, dann sind wir fast am Ende, Matthias. Lass uns nochmal, also wir haben auch ein bisschen was verkackt bei dem Projekt. Lass uns das auch nochmal zeigen. Genau. Passiert auch. Wie schön, ich sage immer gerne, da war der Feser wieder ein bisschen auf dumm eingestellt. Aber das passiert halt, ne? Um das Star Wars-Thema immer mitzunehmen. Star Wars, ja, okay. Ja, wir laufen hier mal rum. Mhm. Wir gehen mal zur linken Seite rüber. Ja, ich folge dir. Ja. Oh. Gut, hier haben wir das Corpus Delicti. Ja, wie gesagt, gestern wollte ich die Seitenbeplankung hier anbauen. Ja. Und dann hast du ja diese Halter.
Und der Kollege hatte im Vorfeld schon Löcher gebohrt, macht ja Sinn. Mhm. Und dann wurde es ja lackiert und dann, wie gesagt, habe ich diese Halter angenietet, wollte die Beplankung aufsetzen und was ist passiert? Passt nicht. Ich konnte hin und her, ich habe ja hier auch nicht viele Möglichkeiten zum Hin- und Herschieben, ne, weil das ja in den Radläufen gleich anstößt. Mhm. Ja, wie gesagt, wir haben nachgemessen und die Löcher 1 cm jeweils versetzt. Ja, das ist natürlich ein ganz schöner Abfuck, ne? Ja. Gut, das ist natürlich Lehrgeld, ne? Das wird dann auch nicht wieder passieren. Was natürlich, in der Regel passiert das ja auch nicht, ne? Das klar, ist ja also, auch quasi ein Standard. Ich glaube, das ist eher so eine Tagesform-Thematik gewesen. Mhm. Ne? Also das alles, was wir hier machen, ist ja wirklich Handarbeit, reine Handarbeit, ne? Und von einem Menschen gemacht. Es ist nicht so, dass hier irgendwelche Maschinen die Busse zusammenbauen oder die Karosseriearbeiten machen oder die Lackierarbeiten machen. Das sind alles einzelne Menschen mit ihren Händen, die das tun. Ja, das und jeder hat mal einen guten und mal einen schlechten Tag. Ne? Und da hat ein Kollege halt einfach einen schlechten Tag. Genau. Und das passiert. Ne? Das ist völlig normal. Das zeigt halt wirklich, dass wir Menschen sind, ne? Keine Maschinen. Ja. Genau. Und ich glaube, wichtig als Botschaft, die wir, glaube ich, dadurch auch so ein bisschen mitgeben wollen, ist einfach die Situation, wir erkennen diese Fehler, wir tolerieren sie, weil wir wissen, sie gehören irgendwie dazu, übernehmen aber auch die Verantwortung für die Korrektur des Fehlers. Ne? Und an der Stelle haben wir es halt so gemacht, wir haben, glaube ich, jetzt hier die alten Löcher zugeschweißt wieder. Ne? Genau, bitte. Du misst nachher korrekt aus, wo die richtigen Löcher hinkommen. Genau, es gibt vom Hersteller da so eine Prozedur, wie man zu verfahren hat. Und das wird dann, wenn die Löcher halt übernommen, das wird dann wieder grundiert. Ne? Der Wagen geht zum Lackierer. Genau. Und das Gute ist halt, bei so einem T3 hat er Kanten und Ecken und der Lackierer kann hier perfekt einlackieren, also so, dass die ganze Seitenwand nicht lackiert werden muss. Ja, genau. Also es tut der Qualität keinen Abbruch. Nein, ne? Das Einzige, was jetzt halt irgendwie ein bisschen doof ist, ist, dass bei uns ein Mehraufwand entsteht, den wir nicht vergütet bekommen. Und das ist das Lehrgeld, was wir dann bezahlen, was Matthias angesprochen hat. Gehört aber für uns zum Weg einfach dazu. Ne? Gar kein Thema. Richtig. Ja, cool. Dann hast du noch irgendetwas Spannendes, was du den Zuschauern zeigen möchtest? Erstmal nicht. Ich denke mal, da wird es dann demnächst nochmal ein Video geben, wenn wir den Fortschritt dann beendet haben, soweit, denke ich mal. Ne? Wenn nachher die Scheiben drin sind, die Küche verbaut ist, das Dach drauf ist, das kann man dann alles nochmal präsentieren. Ja. Genau. Können wir ja sagen, dass wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und würden halt euch gerne auch mal mit an die Hand nehmen, was denn passiert, wenn so ein Bus von einem unserer Mechaniker oder Karosseriebauer, in dem Fall halt Matthias, fertig zusammengebaut ist. Vom Prozess her ist es dann halt so, dass Matthias sagt, ich für meinen Teil bin jetzt fertig. Mhm. Hier, liebe Betriebsorganisation, Lia, Wolle, Steffen, kontrolliert bitte mal, was ich da so gemacht habe und schaut nochmal als relativ neutrales Augenpaar mit ein bisschen Entfernung drauf, was euch auffällt. Gehört halt zur Qualitätskontrolle unserer Arbeit dazu. Bevor das aber passiert, machst du halt auch nochmal selber eine Kontrolle deiner Arbeit. Und was Matthias dort macht, das würden wir euch gerne einmal zeigen. Und dazu planen wir ein zweites Video zu diesem Bus, wenn er dann fertig ist. Da könnt ihr gespannt sein. Ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen drauf. Ja. Und wenn wir fertig sind jetzt hier, Matthias, dann haben wir über vieles wieder gesprochen. Wir hatten Katheter drin. Mhm. Du hast über irgendeinen Phaser gesprochen. Genau, von Star Trek. Von Star Trek. Genau. Genau. Die Trek ist unter euch. Haben hoffentlich Inhalt geliefert und konnten auch dem Kollegen, der den Kommentar geschrieben hat, mit unserem Eisstrahl-Einschnitt gerecht werden. Und ja, wir würden uns verabschieden. Schreibt weiter in die Kommentare rein, schreibt eure Wünsche rein, abonniert unseren Kanal, lasst uns gerne ein paar nette Worte da. Gerne auch konstruktive Kritik, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle ein bisschen wichtig, entwickeln können, damit es euch besser gefällt, dann sagt uns da gerne Bescheid. Und wir freuen uns aufs nächste Video. Hm? Und vielen Dank, Matthias. Gerne. Das war gut. Genau. Das hast du super gemacht. Ja. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Genau. Bitte weiter einschalten. Ciao. Ciao.